Ja, jetzt haben wir, glaube ich, eine ganz gute Energie hier in dem gemeinsamen Raum. Und Volker, du darfst davon sehr profitieren. Ich freue mich, dich Ja, zu mein Bestes. Volker Köninger, Lehrtrainer vom ISB. Du wirst ein bisschen erzählen, was systemische Strategiearbeit ausmacht, welche Lücken sie auch schließt, die vielleicht in der klassischen Vorgehensweise nicht bedient werden. Darauf freue ich mich sehr. Und für euch alle als Zuhörende, es gibt wieder die Möglichkeit, über den Mentimeter-Link, der jetzt in den Chat kommt oder schon da ist, Fragen aufzuschreiben, die dann in einem späteren Interview zwischen Thorsten und Volker, was da geführt wird. Also Volker, ich bin sehr gespannt. Die Bühne ist frei für dich. Danke, Caroline. Ja, einen schönen guten Tag. Hallo an euch. Vielen Dank erstmal nochmal für die Gelegenheit, dann mit euch und für euch sprechen zu dürfen zum Thema systemische Strategiearbeit. Mein Name ist Volker Köninger. Einige von euch kennen mich als Lehrtrainer, vielleicht auch der oder die eine auch im Bereich als Berater und Coach für Transformationsprozesse. Heute möchte ich gerne mit euch einige Gedanken und Impulse teilen zu dieser Überschrift systemische Strategiearbeit. Ein Thema, das könnt ihr glauben, was mich schon seit vielen, vielen Jahren beschäftigt, weil ich jetzt zunehmend auch dann im Executive-Bereich von Organisationen für Kultur, für Transformation, Organisationsentwicklung auch stehe und auch versuche, Dinge anzuschieben. Und gleichzeitig bin ich aber auch ein nachdenklicher und besorgter Mensch, was auch unsere gesamte planetare Zukunft noch angeht. Und das Thema steht in meinen Augen auch auf dem Spiel. Und da sehe ich auch eine Verbindung, dass es nicht nur um organisationale Veränderungen geht, sondern mit dem Thema systemische Strategiearbeit öffnen wir dann nochmal ein anderes Tor. Ich will es mal so beschreiben. Also wir alle, die im Bereich Profit-, Non-Profit-Organisationen für Wandel, für Wertschöpfung stehen, für Struktur- und Kulturveränderung. Wir müssen uns doch in meinen Augen immer wieder und immer öfter fragen, welchen Beitrag liefern wir eigentlich zu einer nachhaltigen Zukunftsgestaltung? Und das beschäftigt mich schon seit vielen Jahren. Und mit diesen Ideen zu einer systemischen Strategiearbeit möchte ich euch gerne anregen, das Thema Strategieprozesse als eine gemeinschaftliche Organisationsleistung zu gestalten und nicht nur in einen kleineren Zirkeln von Organisationen und von Experten das Ganze ausgestalten zu lassen. Wir vom ISB, wir haben ein Modell entwickelt, da war Thorsten Fey dabei, da war die Andrea mit dabei, da war auch die Irma Hollinger mit dabei. Wir haben auf den Schultern von etlichen Autoren, die schon sehr viel über Strategie und Strategieprozesse nachgedacht haben, haben wir versucht, eine Ergänzung und auch eine Weiterentwicklung. Wir stehen da mittendrin. Das ist noch kein fertiges Konzept, aber wir sind kurz davor, das Ganze auch unsere Gedanken als Buch zu veröffentlichen. Und wir würden uns sehr freuen, da natürlich von jedem von euch auch dann die Inspiration und Anregungen darauf zu bekommen. Das Ziel ist heute von meiner kurzen Keynote ist, euch mehr anzuregen, kein fertiges Konzept zu liefern, sondern einen Konzeptvorschlag zu machen für einen unternehmerischen Entwicklungsprozess, der die gesamte Organisation fordert und der die Chance bietet, das Thema Zukunftsfähigkeit für Organisationen nochmal in anderen Weise zu gestalten. Es ist ja im Titel auch dieses Symposiums: Strategie in unserer, nach meiner Vorstellung, kann keine Königsdisziplin von wenigen sein, sondern muss ein intelligentes Vorgehen sein, wie Organisationen gemeinsam zu zukunftsfähigen Bildern und Vorstellungen kommen. Ich möchte euch gerne mal zeigen, wie ich bisher, und da kann ich sehr gut auch auf die Herren Nagel und Wimmer da auch nochmal verweisen, wie in meinen Augen das Thema Strategiearbeit ich in 25 Jahren Beraterpraxis oft erlebt habe. Ihr seht ja diese kleine Tabelle. Und ich habe wirklich sehr oft gehört, wenn man mal kurz so die Achsen anschaut, die Frage, naja, wer ist überhaupt für das Thema Strategie und Strategieentwicklung zuständig und finde das implizit, also sprich
in einem, manchmal sogar in einem Kopf von Menschen. Ich hatte einen Familienunternehmer, der sagte, Herr Köninger, ich habe eine ganz klare Strategie. Und wissen Sie, wo die ist? Hier, in meinem Kopf. Ja. Und das ist das Entscheidende. Und explizit bedeutet, inwieweit wird es dann öffentlich, transparent und kommunikativ ausgestaltet. Wenn ich da mal kurz drauf schaue, ich brauche es nicht vorlesen, aber hier steht, dass es da im Moment mit Sicherheit noch unterschiedliche Formen gibt. Und ich will die gar nicht bewerten mit besser und schlechter, sondern das findet so statt, dass Strategie oft auch als reine Chefsache angewandt wird und dann intuitive Entscheidungen dann stattfinden, was meint dann Unternehmensstrategie und Unternehmenserfolg. Oder explizit, dass es dann auch an interne und externe Experten dann auch delegiert wird. Eine Mischform, die ich jetzt immer häufiger erlebe, ist, dass implizit sehr wohl auf evolutionärem Wege Führungskräfte, Experten, wie auch immer, Strategen darüber nachdenken, entweder in ihrer eigenen Abteilung oder dann zusammen mit der Unternehmensleitung, ja, wie können wir das Thema vorantreiben. Aber das ist nicht transparent, das ist nicht kommuniziert und das ist mit Sicherheit nicht in allen Ebenen der Organisation dann auch wahrnehmbar. Was ich aber sehr wohl auch im Moment öfters erlebe, dass das Thema Strategie als gemeinschaftliche Führungsarbeit auch verstanden wird. Das heißt, das sind dann zumindest Schlüsselpersonen der Organisation mit involviert, mit der Unternehmensleitung, mit Strategieberatern oder internen Strategieexperten, um das Ganze zu arbeiten. Worauf ich gerne euren Blick lenken möchte, ist unten rechts. Es gibt natürlich auch eine implizite Variante, wie im Gesamtunternehmen auch Strategiearbeit geleistet wird. Das ist dann sehr stark auf Selbstverantwortung auch basierend. Und ich würde gerne mit euch in einen Bereich hineindenken, der da lautet, wie könnte regiebasierte Organisationsarbeit ausschauen, die dann tatsächlich tägliches Führungs- und Arbeitshandeln ist. Also anders formuliert, wie kann Strategiearbeit zusammen mit allen wichtigen Personen in einer Organisation in ein tägliches Handeln im Arbeits- und Führungsalltag dann auch ausgestaltet werden. Und das treibt mich an und Gott sei Dank habe ich im Moment auch mehrere Momente und mehrere Organisationen, die sich genau da auch auf den Weg machen. Es ist in meinen Augen ein Umdenken im Moment im Gange, was ich sehr spannend finde, und zwar in der Weise, dass das Thema der Langfristigkeit von Strategiearbeit in eher kürzere Zyklen gefahren wird. Ich habe viele Jahre immer von diesem berühmten Nordstern gehört. Ja, wohin geht die Unternehmensentwicklung und wohin streben wir? Ich höre jetzt öfters neben dem Nordstern einen Stern im Himmel. Also die Frage, können wir uns an einem Stern oder müssen wir eher in Szenarien denken, über eine Milchstraße? Niemand weiß aber, ob wir da genau hinkommen. Das Thema Top-Down ist in meinen Augen deutlich verändert in vielen Organisationen, dass Strategiearbeit mit sehr plastischen und mit sehr ernsthaften Bottom-up-Impulsen auch gefahren wird. Und ich denke eben, dass das Thema Strategieentwicklung und Strategieumsetzung, was in vielen Organisationen, ich habe bestimmt 10, 15 Jahre in dieser Situation gearbeitet, dass irgendwelche Strategen, wie auch immer, dann eine nahezu geniale Strategie über den Zaun geschmissen hatten und sagt, bitte setzt das um. Also wir als Transformationsexperten oder auch die Internen. Und ich glaube, dass das auch im Moment sehr in Bewegung ist und dass da eine Veränderung herbeigeführt wird. Und ich möchte nochmal den Gedanken aufgreifen, dass das Thema Zukunftsfähigkeit in meinen Augen heute, wenn man ein Unternehmen aus einer ökosystemischen Sicht betrachtet, kannst du heute in meinen Augen keine Strategie mehr fahren und keine Unternehmensziele mehr formulieren, was nicht auch in meinen Augen einer planetaren Verantwortung dann auch gerecht wird. Und das sind dann alle Nachhaltigkeitsthemen, die dann wo und wann auch immer dann auch aufscheinen. Ich würde gerne mal so einen Kern von diesem Modell mal euch skizzieren. Das ist noch nichts Fertiges, aber ich würde euch gerne mal so 6 Perspektiven mal zeigen, die nach meiner Erfahrung aus den letzten Jahren sich so herauskristallisieren. 6 Perspektiven systemischer Strategiearbeit.
Ich will das nochmal ganz deutlich machen, dass ich das, was ich zurzeit an Strategiearbeit in Organisationen erlebe, sei es von internen Strategieberatern, externen, dass das in meinen Augen sehr, sehr viel Sinn macht, aber es braucht eine Weiterentwicklung. Und das habe ich versucht in diesen 6 Perspektiven mal so mit diesem Modell von eher mehr oder eher weniger. Ich glaube, es braucht weniger elitäre Arbeitskreise. Das sind ja noch zu viele kleine Dialogrunden, in denen dann diese strategischen Themen dann zusammengeführt werden. Ich glaube, es braucht viel mehr eine Form von intelligenter Beteiligung. Meine Hypothese ist, dass die wichtigsten Experten für eine wirksame Umsetzung von Strategien die Mitarbeiter, die Mitarbeitenden sind, und die müssen in Schlüsselpersonen, die dann neben den Strategieexperten und mit den Beratern dann auch zusammen eine Gemeinschaftsleistung dann auch führen. Ich glaube, und das erlebe ich sehr oft, dass das Thema Verantwortung für Strategieprozesse von immenser Bedeutung sind. Ich kenne viele Vorstände, Geschäftsführer, die sagen, ich will mehr Selbstverantwortung sehen. Ich möchte da, dass die Leute mitmachen. Da ist ein sehr wohl der Wille vorhanden. Ich merke aber dann relativ schnell, wie wenig sie aber auch dann loslassen wollen. Und gleichzeitig rufen aber auch sehr viele Führungskräfte und Mitarbeitenden, wir wollen mitmachen. Ja? Wenn's, aber ich bin auch nicht immer ganz sicher, inwieweit dann dieses Engagement dann auch reicht. Ja? Ich glaube, es geht darum, dass diese Frage von Verantwortung in der Organisation bezüglich der Zukunftsfähigkeit der Organisation neu gestellt werden muss. Und dass das, glaube ich, neben diesen Top-Down-Impulsen stärker damit einhergehen muss, wie kann dieser Strategieprozess auch als Enabling-Prozess verstanden werden. Ich sehe eine riesige Chance, dass jeder Strategieprozess als ein Kulturprozess auch angesehen wird, sodass im täglichen Handeln verstanden wird, was machen wir da, wohin geht die Reise und was hat das für mich an meinem Schreibtisch oder an meiner Maschine dann auch. Eine dritte Perspektive ist dann so diese Frage, inwieweit geht es darum, wie viel Zahlen, Daten, Fakten brauchen wir? Und das glaube ich, dass das sehr wohl ein Strategieprozess, ein zahlengetriebener, ein rationaler Prozess sein muss. Die Frage ist aber, wie kann der auch gut angereichert werden mit dem Thema der Kultur, einer Kulturtransformation? Wie kann die Frage, als Beispiel, woher werden die Daten, die Analysedaten für eine Bewertung unserer Wettbewerbsmarkt und sonstigen Diskussionen, wo werden die hergenommen? Aus der Organisation, aus unserem Kundenumfeld oder aus sonstigen Studien? Wie werden in meinen Augen dann die Szenarien auch ausgearbeitet und mit wem und wer kann damit auch da mit drüber schauen und Ideen eingeben? Ich glaube, diese Verknüpfung und diese Verschränkung von Strategie und Kulturtransformation ist eine enorme Chance für die Organisation. Ich glaube, das ist meine Hypothese, die mag auch falsch sein, ich glaube, dass viele Strategieprozesse als klassische Projektmanagementprozesse gestaltet werden. Und ich bin der Meinung, dass das nicht funktioniert, weil ein Strategieprozess als gemeinschaftliche Organisationsleistung braucht andere Formen von Dialog, von Entscheidung und von Kollaboration. Und da ist in meinen Augen tatsächlich ein iteratives Vorgehen von zentraler Bedeutung. Es kann nicht nur die klassische Wasserfall-Projektplanung sein, sondern es braucht viel stärker iterative, szenarische und agile Arbeitsformen, die dann auch in diesen Strategieprozess mit hineinspielen. In einer vierten Dimension geht es um das Thema, wie viel Fach-Know-how brauche ich eigentlich für einen Strategieprozess? Und ich glaube, das ist ganz erheblich. Aber so wie ich es auch gerade geschildert habe, bin ich überzeugt, dass das Thema Regiekompetenz von immenser Bedeutung ist. Also die Frage, wie kann über Dutzende, Hunderte, möglicherweise über Tausende von Menschen, die intelligent
mitgenommen werden, mitgestaltet, mitdenken dürfen dann auch. Wie kann so ein Regieprozess dann laufen? Das heißt, auf den Punkt gebracht, systemische Strategiearbeit braucht Strategieexperten. Es braucht aber genauso und mindestens so wichtig auch Regieexperten. Und zum Schluss dann nochmal dieser Punkt, inwieweit ist Strategiearbeit in Organisationen oft so als eine periodische Intervention, haben wir es genannt, also sprich einmal im Jahr, alle 2 Jahre, alle 3 Jahre wird ein mit großem Aufwand aufbereiteter Strategieprozess gefahren. Und wir glauben tatsächlich, dass das Thema von täglichem Handeln viel entscheidender ist. Und wie kann das, was verabschiedet wurde, tatsächlich mit den Führungskräften und mit den Mitarbeitenden dann in einen Arbeitsalltag überführt werden. Und das ist nicht leicht und das ist nicht einfach, diese zu schaffen. Ich kenne auch viele, die sagen, was habe ich damit zu tun? Das ist der Job meiner Führungskräfte und das glaube ich eben nicht. Ich glaube, wir müssen den Menschen auch deutlich machen, welche Bedeutung dieses Zukunftsbild dann am Ende auch für ihre jeweiligen Projekte, Initiativen und Aufgaben. Ja. Noch ein kleiner Blick nach vorne. Wenn ich das auf den Punkt bringe, danke Almut, wir können die Slide gerne rausnehmen. Wenn ich das nochmal auf den Punkt bringe, dann würde ich das Thema systemische Strategiearbeit als das Herzstück von diesem Modell mit einem Dreiklang beschreiben. Das erste ist in meinen Augen, wie kann eine intelligente Form von Regie und Steuerung über einen iterativen Prozess in der Organisation aufgebaut werden, sodass interne, externe, auch unterschiedliche Hierarchieebenen, Schlüsselpersonen aus der Organisation intelligent an diesem Prozess und zwar an der Entwicklung und Umsetzung dann tatsächlich auch. Der zweite Klang ist für mich das Thema Enabling. Wie kann dieser Strategieprozess so gestaltet werden, dass die Menschen auch den Eindruck haben, das ist ein für uns und unsere Organisation ein entscheidender Lernprozess. Wie können wir in jedem Strategieprozess ein Stück fitter werden? Diejenigen, die da mehr oder weniger Strategieverantwortung dann auch innehaben. Wie kann ich on the job, nearby the job tatsächlich dann auch diesen Prozess jedes Jahr ein Stück besser, wirksamer auch gestalten? Und ich glaube, dass das einen Riesenunterschied macht in den meisten Organisationen. Und das Letzte habe ich schon, der letzte aus diesem Dreiklang ist bestimmt das Thema der Beteiligung. Das heißt nicht, dass ich dann Großgruppenveranstaltungen mit Tausenden von Menschen brauche, sondern es geht darum, wer kann auf freiwilliger Basis auch an so einem Prozess der Mitgestaltung, des Mitdenkens, des Resonanz geben, sondern am Ende das auch mit selber ausführen. Wie können die Menschen an diese Zukunftsthemen herangeführt werden? Und ich weiß, und das erlebe ich in vielen Organisationen, wie groß da auch der Wunsch ist. Und da braucht es ein Modell und ein Vorgehen dafür. Wir sind gerade dabei, und das ist jetzt soll eigentlich nur ein Stück weit neugierig machen, was wir zurzeit da gerade auch denken. Wir probieren das aus in Organisationen und wir sind gerade dabei, es auch auf einer konzeptionellen Ebene aufzufassen. Vielleicht nochmal so als Schlusssatz. Für mich ist systemische Strategiearbeit ein Hybrid von rational empirischer Steuerung eines Zukunftsprozesses mit einer systemisch kulturorientierten Ausrichtung. Und wenn uns das gelingt, mit den Executives, mit der Unternehmensleitung in Organisationen so einen intelligenten Prozess zu gestalten, dann bin ich überzeugt, dass wir da gerade auch als systemische Berater einen enormen Mehrwert auch liefern können. Ich sehe es zurzeit auch an den Fragestellungen und an den Einladungen dazu, wie kann das gelingen? Weil die Ahnung, dass wir zwar stabile und auch langfristig geplante Prozesse haben, die ist da, aber die Frage ist, ja, wie kann das Ganze dann nochmal als Kulturprozess auch verstanden werden? Und da, glaube ich, haben wir eine wirkliche Mehrwert und eine Expertise in unserer Arbeit und in unserem Denken. Ich hoffe, ich konnte ein paar Impulse setzen. Wir werden das dann natürlich auch noch weiter ausformulieren und ausformen. Wie könnte das konkret ausschauen?
Aber ich bin schon gespannt zu hören, was das auch dann bei euch auslöst und welche Fragen oder Impulse da bei euch dann auch aufkommen. Thorsten? Ja, vielen Dank, Volker, für deine Ausführungen. Jetzt haben wir ja eine lange Geschichte in diesem Thema schon hinter uns mit Andrea zusammen und Irma. Wir könnten wahrscheinlich jetzt lange reden, aber wir haben jetzt so noch eine Viertelstunde, wo wir einfach nochmal ein paar Fragen von meiner Seite mit reintragen und dann aber auch gerne nochmal Fragen aufnehmen aus dem Plenum, die wir im Hintergrund sammeln. Ich würde gerne mal mit der ersten Frage starten. So aus deiner Erfahrung und deiner Praxis als Berater, was ist denn der größte Schmerzpunkt in Organisationen, in puncto Strategie? Also womit ringen die Organisationen, wenn du mit ihnen in Kontakt kommst, wenn sie dich rufen? Was ist das, womit sie zu kämpfen haben oder auch zu tun haben im vielleicht weniger dramatischen Sinne? Ich kann eine kleine Anekdote aus der Praxis. Letzte Woche war ich bei einem CEO, der mir erzählte, dass sie vor einem Jahr, also kurz nach Corona, haben sie einen intensiven Strategieprozess gestartet. Dann kam es zu einer Betriebsversammlung, in der dann auch etwas ja aufgewühlte Stimmung war. Und irgendwann, aus welchem Grund auch immer, steht der Betriebsratsvorsitzende auf und sagt, naja, wer kennt denn überhaupt die neue Strategie? Bitte mal Hand hoch. Und dann gingen 3-4 Hände hoch. Und dann fragt er, und wer setzt das, die neue Strategie gerade um? Und dann ging keine einzige Hand mehr hoch. Also eine größere Breitseite, glaube ich, für eine Vorstandsrunde kann man sich kaum vorstellen. Es klingt dramatisch, es war auch dramatisch. Und ich glaube, auf deine Frage, der größte Schmerzpunkt ist, dass die meisten Organisationen darunter leiden, dass mit viel Aufwand diese Prozesse durchgeführt werden und die Wirksamkeit trotz intelligenter Strategiekommunikation, die Wirksamkeit, das Wissen und vor allen Dingen aber auch diese Frage, wie kann sich jeder daran beteiligen und wie kann das jeder ausgestalten, das ist der größte Schmerzpunkt in Organisationen. Mhm. Was würdest du sagen, worin in der Art und Weise, wie Strategiearbeit betrieben wird, hat sich denn in Unternehmen in den letzten Jahren an deiner Erfahrung was entwickelt, auch zum Positiven? Also wenn du jetzt mal guckst, so auf die letzten Prozesse, Beratungsprojekte, die du hattest, wo würdest du sagen, ja, da hat sich auch was bewegt, und zwar zum Guten? Es hat sich sehr viel bewegt in meinen Augen. Es hat sich sehr viel bewegt, als Beispiel so diese Frage der Vorhersehbarkeit von Zukunftsbildern. Da hat sich unglaublich viel bewegt und ich sehe, dass das Thema der Arbeit in Szenarien denken und die Vorstellung, wir können nicht einen Nordstern, sondern wir haben dann, wie gesagt, wir müssen über einen Stern im Himmel nachdenken, über Möglichkeiten, über Möglichkeitsräume nachzudenken. Das ist eine der größten Veränderungen. Und der andere ist, dass dann tatsächlich Strategieberater dazugeholt werden, dass aber die Frage, wer muss mit an den Tisch, also wie wird die Ressource aus der Organisation, im Moment noch stärker aus dem Führungskreis, wie kann das noch stärker mitgenommen werden und mit berücksichtigt werden, diese Ressource, da ist zurzeit in meinen Augen die größte Veränderung. Also nur der Vorstand mit 2 Strategieberatern, das habe ich jetzt schon viele Jahre nicht mehr erlebt. Da ist richtig viel Bewegung drin. Aber ich will es auf den Punkt bringen. Ich glaube, dass einige Strategieverantwortlichen wissen, dass es so, wie die letzten 10 Jahre gelaufen ist, dass es nicht optimal war. Aber sie wissen zurzeit nicht so richtig, was können wir und wie können wir es vielleicht anders machen. Das ist meine Einschätzung. Mhm. Jetzt haben wir heute Morgen schon auch von mir schon öfter das Thema Regiekompetenz gehört. Du hast es jetzt auch nochmal betont. Was würdest du für dich denn beschreiben, ist die größte Neuerung und die größte Veränderung für dich als Berater, von der Beraterseite, von dem, was du heute anders machst als früher, wenn du mit Organisationen dann reingehst in diese großen Themen? Zum Thema Strategie. Ja. Also was hat sich bei dir verändert auf der Beraterseite? Für mich wäre aus meiner Perspektive ist die größte Veränderung, dass ich weniger inhaltliche Themen liefern muss oder angefragt werde, sondern es sind zwei Bereiche. Das eine ist, ich höre öfters,
dass Strategieverantwortliche im Vorstand, in der Geschäftsführung oder in Strategieabteilungen sagen, ich brauche einen Sparringspartner. Ich brauche Leute, die aus einer neutralen Sicht heraus mit mir über das Ziel und den Weg nachdenken. Und ich brauche außerhalb der Organisation, ich brauche eine andere Art von Resonanzkörper. Die brauchen keine Berater, sondern die brauchen jemanden, der eine Art erste Öffentlichkeit sie auf blinde Flecken, auf was auch immer Gaps auch aufmerksam macht. Also das ist für mich eine große Veränderung. Und das andere ist, dass viele im oberen Führungskreis den Graus ist davor, wenn die lesen Beteiligungsprozesse, weil dann denken die an hunderte von Workshops, horizontal und vertikal. Und da ist mein Eindruck, dass das methodische Know-how, wie man heute auch digital Menschen miteinander vernetzen kann und zusammenarbeiten lassen kann, das ist zurzeit eine meiner wichtigsten, ja, Fragestellungen, Impulse, die ich versuche, da mit hineinzubringen. Ich gehe mal rüber auf die Fragen, die jetzt so ein bisschen aus dem Teilnehmerkreis kommen. Einmal die Frage, Strategie als tägliches Handeln, hast du das schon mal erlebt? Ja, kann ich 100% unterschreiben. Wir haben das in Organisationen, sind dabei, ein Leadership-Programm so anzureichern, dass das Thema strategisches Arbeiten als tägliches Handeln tatsächlich so umgesetzt wird, dass wir mit den Führungskräften in Art von kollegialer Beratung und von Sparringsarbeit überlegen, welche strategische Aussage hat für dich und dein Team die größte Relevanz? Und wenn man das ernst nimmt, was hat das für eine Auswirkung dann für eure Rollen, für eure Verantwortungen, für eure Aufgaben? Also wir setzen das tatsächlich bis runter auf die Mitarbeitenden-Ebene um, inwieweit hat diese strategische Aussage in euren Meetings, in eurem Kalender, in eurer Art, Entscheidungen zu treffen, was hat diese strategische Aussage in deiner Arbeitswoche für eine Bedeutung? Das machen wir. Das machen wir in verschiedenen Organisationen. Wie bindest du die Skeptiker ein, die Transformationsskeptiker? Ist eine Frage. Die Transformationsskeptiker? Oh, da hätte ich jetzt eher eine Nachfrage. Was meint Transformationsskeptiker jetzt an dem Thema Strategie oder genereller Natur? Naja, ich, das ist eine Frage aus dem Teilnehmerkreis. Ich würde jetzt das so lesen, die halt nicht den neuen Weg einschlagen wollen oder die nicht Strategie, mit dem Strategie-Update, mit der Strategie-Neuausrichtung einverstanden sind oder sich da nicht anschließen. Wie geht man mit denen um? Die gibt es und die gibt es zahlreich. Da würde ich dann tatsächlich auch nach Kotter mit diesem Modell der Koalition der Freiwilligen arbeiten. Das heißt, es geht nicht darum, dass wir alle Mitarbeitenden und alle Führungskräfte dafür gewinnen, sondern wir müssen Prototypen bauen, in denen dann diese strategische Erarbeitung und die Strategieumsetzung mit einem Teil, mit einer kritischen Masse von Mitarbeitenden dann tatsächlich angegangen wird, in der Hoffnung, dass sich dann immer mehr und beim nächsten Prozess dann immer mehr auch der Mitarbeitenden dann auch daran anschließen. Das ist der Normalfall, dass wir dann nie alle haben. Ich glaube, wir brauchen eine kritische Masse und das haben wir bis dato in den Organisationen, in denen ich war, haben wir es gefunden. Also eher eine Sogwirkung zu erzeugen und nicht die massiv dann da mit reinziehen. Geht es nochmal so jetzt aus den Fragen in Richtung Partizipation, partizipativ vorgehen? Frage, müssen Führungskräfte und Chefs auch Macht abgeben? Und wie geht man mit diesem Machtverlust um? Auf Organisationsseite, aber auch auf Beraterseite, wenn man das natürlich Regie geleitet, begleitet, ist es ja auch eine Intervention von Beraterseite. Ja. Wie geht man mit dem Thema Machtverlust um? Ich würde mal noch das andere Thema der Verantwortungskultur noch mal daneben stellen. Also ich würde es unterschreiben, es ist eine Art von Verantwortungsverschiebung, aber ich kenne wirklich keine Unternehmensleitung, die nicht mir immer wieder versichert, wir wollen deutlich mehr Selbstverantwortung, wir wollen deutlich mehr unternehmerischen Spirit in dieser Organisation.
Was es dann bedeutet, da bin ich gerne auch bei den Fragenden, das bedeutet wirklich loslassen. Mhm. Und das wäre aber für mich dann auch Teil dieses Strategieprozesses, dass dann entweder horizontal oder am besten vertikal die unterschiedlichen Hierarchieebenen darüber reden, was muss ich abgeben an dem Thema. Aber das ist für mich eben nicht, wie wir alle wissen, da wird jetzt nicht ein basisdemokratischer Prozess ausgerufen, sondern Regiearbeit heißt, dass ganz klar Verantwortung darüber, wer trifft wann an diesem Prozess, wer trifft welche Entscheidung. Und was das auslöst, das gehört für mich auch mit in die, in diese Dialoge. Ja. Eine Frage, die noch gestellt wird, die uns auch sehr in dem Buch Schreiben beschäftigt hat, inwieweit müssen systemische Berater für strategische Fragen zu zum Beispiel neuen Produkten, Trends, Megatrends sich in der Tiefe auskennen, was sicher kaum der Fall sein wird, aber wie, also das haben wir ja oft diskutiert, wie viel Expertentum, wie viel Fachwissen und wie viel Strategie, Regiewissen oder Regiekompetenz muss eigentlich zusammenfließen in einen integrierten Prozess und ja, so die Frage, wer muss da von welcher Seite eigentlich wie viel mitbringen? Ja, da haben wir wirklich viel debattiert und da habe ich auch keine abschließende Antwort. Ich glaube, man muss schon, dass man ein Fundament von der Frage, in welchem Markt und in welchem Wettbewerb und in welcher Technologie und in welchem Umfeld diese Organisation sich bewegt. Ich glaube, da braucht es tatsächlich basales Know-how. Ist zumindest auch mein Anspruch. Aber ich will noch mal diesen Punkt reinwerfen. Wir haben so viele gute Experten und Expertinnen in der Organisation, die genau wissen, wo diese Organisation steht. Also das klassische Fach-Know-how, um dann diese Strategie und Zukunftsbilder zu erarbeiten, da ist mehr als Ressource in der Organisation. Wir, glaube ich, als systemische Berater müssen zumindest die Eckpunkte verstehen, die Sprache verstehen, auch vielleicht den einen oder anderen Navigationspunkt da drin verstehen. Aber wir brauchen, glaube ich, nach meiner Erfahrung keine Experten. Ich wurde nie angefragt, an dem Thema tatsächlich dann fachlich mitzudiskutieren, sondern eher, wie plausibel klingt das? Wenn wir das jemandem erzählen, der nicht aus unserer Branche kommt oder der mit ganz anderen Themen befasst ist. Also eher diese Art von Dialog anstatt. Aber ich glaube, es braucht ein Fundament von Strategiewissen und Strategie-Know-how, auch Richtung dann der jeweiligen des Sinn und Zwecks der Organisation. Ja. Wobei Regie ja durchaus bedeutet, eben auch unterschiedliche Experten einzubinden in diesen Prozess und die zu beteiligen an Punkten oder an Stellen, wo das eben besonders hilfreich ist. Also gerade auch zum Thema Nachhaltigkeit wird auch nochmal gefragt, ist das Thema planetare Verantwortung, wie nimmst du das wahr und ist das ein Thema für dich, für uns als ISB? Auch das haben wir ja oft hinterfragt und gerade beim Entwickeln von solchen Zukunftsszenarien, wir hatten jetzt gerade wieder ja Kontakt mit unserem Kollegen aus der Milchindustrie, wo die sich völlig andere Gedanken machen, was in Zukunft die Verwertung von tierischem Eiweiß zum Beispiel für Käseproduktion sein wird und wohin da die Reise geht. Und das sind einfach völlig neue Universen, auch inhaltlich, um die es da geht. Ja. Also an solchen Punkten kommen wir ja auch immer wieder an, also wo es wirklich auch um inhaltliche Zukunftsszenarien geht. Haben wir ja oft geteilt. Ich persönlich glaube, es ist mein ethisches Verständnis, dass ich ohne diesen planetaren Blickwinkel und die Frage, welche Nachhaltigkeitsdimensionen hat diese strategische Aussage oder diese strategische Bedeutung, ich kann da nicht mehr dran vorbei. Und es gibt keinen Dialog, in dem ich dann auch nicht diese Fragen aufwerfe. Ich sage aber auch gleich, ich bin kein Experte und Spezialist an dem Thema. Ich lade dann aber für jeden dieser Dialoge, für diesen Einstiegsdialoge, lade ich auch Experten ein, Nachhaltigkeitsexperten ein, um zu sagen, lasst uns dieses Thema der Zukunftsgestaltung, lasst es uns unter einem nachhaltigen Blickwinkel auch betrachten. Und es gibt Vorstände, die sagen,
Es ist mal interessant, da auch mal drauf zu gucken. Und es gibt andere, die sagen, Herr König, da sind wir seit 2 Jahren dran und es gibt gar keine andere Alternative dazu. Mhm. Ich finde, wir müssen es in unser Repertoire mit hineinnehmen. Wir müssen auch hier keine Experten sein, sondern die richtigen Leute, die sehr wohl auf einer empirischen Basis und auch einer Erfahrungsbasis wissen, wie diese Strategie, welche nachhaltigen Entwicklungen sich daraus ergeben, die müssen in meinen Augen aus dem Tisch. An den Tisch, ob die aus der Organisation kommen oder ob wir die mitbringen, ja, das spielt am Ende dann keine Rolle. Ich kann da nicht mehr, ich kann keine Strategie mehr mittragen oder mitentwickeln, bei denen zumindest diese Frage nicht im Raum steht. Ich will gerne ein Beispiel machen. Ich bin bei Audi mit dem Strategiechef zusammen und da könnt ihr euch vorstellen, dass diese Frage planetare Verantwortung eines Automobilherstellers, was das für eine weitreichende Bedeutung hat. Und dass ich da auch mit Bauchgrimmen und mit Verwerfungen dann da immer wieder rein und rausgehe auch. Wir haben es aber zumindest jetzt geschafft, dass das Thema, na, ich würde es nicht planetarer Verantwortung, aber so diese Frage der Nachhaltigkeit ist in dem neuen 5-Jahres-Plan von Audi, ich weiß nicht, wer es gehört hat, taucht sehr wohl auf. Nicht konsequent genug, noch nicht ernsthaft genug in meinen Augen. Was sie aber gemacht haben, dass die Elemente, die ich euch gerade vorgestellt habe, werden einen großen Teil von Audi in den nächsten Monaten tatsächlich auch so umgesetzt. Also die Frage der Beteiligung, die Frage, es gibt keine Strategieentwicklungs- und dann einen Umsetzungsprozess, sondern das ist ein einzig gemeinsam gestalteter Prozess. Also sehr wohl sind Elemente da auch, auch umgesetzt. Aber natürlich noch nichts mit der Konsequenz und mit dem Drive, den wir uns wahrscheinlich alle wünschen auch. Volker, mit Blick auf die Uhr, vielleicht noch 2 abschließende Fragen. Einmal fragt aber vielleicht noch kurz davor, Christine schreibt auch, systemisches Arbeiten ist für mich auch Verbinden von Schnittstellen und Expertenwissen auf Metaebene. Also das geht genau in unsere Richtung. Vielen Dank, Christine. 2 abschließende Fragen. Einmal, was sollten Führungskräfte an Strategie Verantwortung nicht loslassen? Das ist eine sehr gute Frage. Also was für mich nicht delegierbar ist, ist alles, was Kultur und Führungsverantwortung angeht. Also die Frage, wie wollen wir das dann, wie will ich das in meinem Team, in meinem Bereich umsetzen, das ist nicht delegierbar. Delegierbar sind dann die Fragen von, wie wollen wir das bei uns umsetzen. Aber alles, was mit Führung zu tun hat, mit Kultur ist in meinen Augen nicht delegierbar. Und das sollte in meinen Augen, da müssen auch alle Führungskräfte tatsächlich sich auch dieser Verantwortung stellen. Und dann hattest du ja vorhin den Dreiklang nochmal angesprochen, der ja auch in unserem Buch da einen großen Teil einnehmen wird. Da schreibt jemand aus dem Plenum, was sind deine zentralen Gedanken, wie der Dreiklang gelingen kann? Kannst du da noch ein Beispiel teilen? Naja, gelingen kann er in meinen Augen. Ich habe das versucht, dass man versucht, einen Strategieprozess mit den Strategieverantwortlichen neu anzureichern. Ich würde gar nicht behaupten, dass laufende Strategieprozesse ausgewechselt und komplett überholt werden müssen, sondern es geht, glaube ich, eher darum, dass je nach Reifegrad einer Organisation, dass man vielleicht in einem ersten Schritt mal neue Elemente mit einführt und sagt, naja, machen wir das jetzt wie ein klassisches Projekt oder versuchen wir mal viel mehr über Dialogräume top-down und bottom-up zu gestalten. Können wir als Beispiel, das ist ein simples Element, können wir diesen Strategieprozess so fahren, dass der Teil der Führungskräfteentwicklung ist oder Teil irgendeines Weiterbildungsprogramms ist? Also, dass die Verknüpfungen hergestellt werden und nicht Strategie als ein singulärer Prozess, bei dem man dann sagt, ja, alle 2 Jahre, wir gucken mal drauf, wie weit wir da gekommen sind. Ja. Also ich glaube, es geht nicht darum, das jetzt komplett auszuwechseln und neu zu denken, sondern in den meisten Organisationen, aus meiner Sicht, hilft es, erstmal einzelne Elemente anzubieten und in einen laufenden Strategieprozess damit einzuplanen. Das löst sehr wohl dann was aus. Vielen Dank, Volker. Wir hätten noch wahrscheinlich einiges, was wir auch mit dem Plenum und mit den Teilnehmenden teilen könnten. Du bist ja hoffentlich noch ein bisschen da. Vielleicht kann man auch noch mit in den Abend gehen mit der einen oder anderen Frage. Vielen Dank für deine Gedanken. Ja. Das war sehr,
inspirierend und du hast da einfach eine Menge Erfahrung, eine Menge Einblicke. Ja, vielen Dank, dass du Gerne. Danke das mit für uns die geteilt Zeit. hast. Danke.